Schon gut, Carrie. Ich weiß, dass du die krasseste Person in ganz Elmore bist. Und die süßeste. Darum brauche ich ein Foto von dir für das Cover des Jahrbuchs. Klasse. Hey, nimm doch eins, auf dem ich von jemandem Besitz ergriffen habe. Komm. Ich wünschte, ich hätte noch einen Körper. Warum nimmst du nicht einfach Gumball? Was? Danke. Warte mal. Ich weiß nicht, irgendwie machst du in diesen Momenten keine gute Figur. Oh, ich ergreife nicht nur Besitz von anderen Leuten, ich bin auch gut im Austreiben. Ich auch. Nein, nein, nicht Sport treiben, austreiben. Ah, verstehe, dann bist du wie eine Pflanze. Nein, weißt du noch, als Gumball so eifersüchtig war? Durchbrecht nicht den Kreis des Pfeffers, denn er ist unser einziger Schutz. Wovor denn? Vor der Eifersucht. Sie hat seinen Körper in Besitz genommen. Und sie muss ausgetrieben werden! Gumball, wenn du da bist, gib uns ein Zeichen! Rückwärts zu schreiben ist echt furchtbar schwierig. Das war wirklich ein ganz schönes Durcheinander. Klingt wie meine erste Ehe. Was? Du warst schon mal verheiratet? Naja, mehr oder weniger. Aber du warst doch damals dabei. Ja, ich will. Und du, Gargaroth, der Verschlinger, versprichst du, dein böses Herz zu teilen in guten wie all den schlechten Tagen und mit mir den Bund einer scheußlichen Ehe in der Unterwelt einzugehen? Ich fasse das mal als Ja auf. Dann wird dieser Kuss unsere unheilige Verbindung besiegen. Warum muss denn Carrie geopfert werden? Ich kann nicht hinsehen! Oh nein! Na schön. Das war furchterregend. Ja, du solltest wirklich nicht an Halloween mit mir rumhängen. Ich meinte den Gedanken, dass du jemand anderen heiratest. Aber ja, Halloween mit dir ist immer ziemlich heftig. Okay, wenn irgendjemand fragt, sagt ihnen nicht, dass ihr lebendig seid. Wem denn? Ihr müsst einfach nur dafür sorgen, dass... Sorry, aber der letzte Teil war ein bisschen sehr leise. Oh, also was ich sagte war, ihr müsst nur dafür sorgen, dass... Machst du das mit Absicht? Das nervt langsam. Ich sagte, ihr müsst... Jetzt sag's doch endlich! Warum müssen wir in einem leeren Haus flüstern? Trinkt etwas von diesem Trunk und ihr werdet sehen. Ihr verwandelt euch in Geister, aber nicht mehr als einen Tropfen, klar? Was machst du da? Du bist zu jung, um mysteriöse Trünke zu trinken. Sei doch nicht so spießig. Was soll denn schon passieren? Bist du sicher, dass das für uns okay ist? Ja doch, aber nehmt nicht mehr als einen Tropfen. Siehst du, genau das ist es. Wenn man nur einen Tropfen trinken darf, kann das nichts Gutes sein. Milch wird nicht tropfenweise verkauft. Nein, sondern literweise. Oder Wasser, das ist gut für dich. Deswegen kommt es auch aus dem Wasserhahn. Ich verzichte doch lieber auf diesen Trunk.